ich glaube, dass das Spiel am Freitag gezeigt hat, in welche Richtung es laufen muss, dass wir über, ja, über Engagement kommen, über Laufbereitschaft, über den absoluten Willen und Kampf. Und ich glaube, ja, das sollte uns Mut geben jetzt für den Liga-Endspurt. Also, Helm auf, Kampfmodus an und dann kann es losgehen, oder? Herrliche Frage. Ich habe darauf gewartet, dass du mich fragst. Na dann, Abfahrt. Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge Werder TV Inside mit den wichtigen Themen vor wichtigen Spielen. Kampfgeist, Einsatz. Denn genau darauf kommt es am Wochenende an. Nicht nur am Sonntag bei unseren Werder-Frauen, sondern... Gerade auch bei den Jungs, muss man auch sagen. So ist es. Das Spiel gegen Leipzig, Ergebnis vergessen wir jetzt mal, hat gezeigt, wie es funktionieren kann. Und genauso soll es auch am Samstag laufen, hier im Wohninvest-Weser-Stadion. Wir haben es ja vorhin schon thematisiert. Es geht ja gar nicht darum, ob wir ein Spiel gut spielen oder ob wir ein Spiel schlecht spielen, sondern unterm Strich geht es darum, dass wir am Ende punkten. Und welche Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, mit welcher Art, dass wir Spiele gewinnen. Und ich glaube, dass da schon das dem Ganzen nahe kommt, wie es halt Freitag war, dass wir erstmal die Basics abrufen, dass wir uns in jeden Zweikampf werfen und dann das Spiel in unsere Richtung kippt. Und ich glaube, das sollte auch meiner Meinung nach die Marschroute in den nächsten Spielen sein. Mit den Basics zum Erfolg, also alles auf Einsatz, Einsatz, Einsatz. Für mich ist das eigentlich so Routine. Also für mich stellt sich gar nicht die Frage, gehe ich jetzt in diesen Zweikampf oder nicht. Ich sage immer, wenn es an dem Tag fußballerisch vielleicht nicht läuft, der Ball verspringt dir jedes Mal oder du schießt zweimal am Tor vorbei, dann denke ich mir so, ja, okay, das passiert, aber laufen und kämpfen kann man halt immer, egal wie gut oder schlecht man am Ball ist. Da gibt es schlicht und ergreifend nichts hinzuzufügen und dafür gibt es jetzt keinen offiziellen Preis, aber für mich eindeutig das Zitat der Woche. Also Stand jetzt sehe ich da keine Zweifel. Aber klar, drüber reden ist das eine, auf den Platz bringen ist das andere. Und worauf kommt es da an? Herrliche Frage. Ich habe darauf gewartet, dass du mich fragst. Na dann hau raus, Grosso. Wie sieht da aus, der Matchplan gegen Leverkusen? Wie bekommen wir die Zweikampf-PS auf die Straße? Na, erstmal werde ich jetzt keine Details Matchplan verraten. Entschuldige mich. Na gut, dann holen wir uns unsere Infos zum Spiel eben woanders. Gut, dass wir Insider da unsere Quellen haben. Herzlich willkommen zu PK, der Spieltagscheck. Es gibt leider eine sehr schlechte Nachricht. Ömer Toprak wird auf gar keinen Fall spielen können und es ist auch fraglich, ob er in dieser Saison überhaupt nochmal spielen kann. Er hat leider im Reha-Prozess da einen Rückschlag gehabt und ist weiterhin verletzt. Ansonsten gibt es bei Marco Friedl die Hoffnung, dass er sich einsatzbereit meldet. Ähnliches gilt für Manuel Mbom. Ich weiß, kein Innenverteidiger, aber um sozusagen die Personalfrage mit abzufrühstücken. Alle anderen sind fit. Naja, die Mannschaft ist, glaube ich, von der individuellen Qualität her, da müssen wir nicht drum rumreden, eine Top-4-Mannschaft. Also so ähnliche Kategorie wie Leipzig von der Kaderqualität her. Und haben ein bisschen andere Akzentuierung im Kader, haben noch mehr Geschwindigkeit auf den Flügeln, noch mehr 1-gegen-1-Spieler auf den Flügeln. Trotzdem im Zentrum unglaublich gute Kombinationsspieler. Wirtz, natürlich ein Ausnahmetalent. Patrick Schick vorne, ein spielender Stürmer, der trotzdem für Tore steht. Sehr, sehr starke Mannschaft. Gut stabilisiert jetzt unter Hannes. Mit Sicherheit kein dankbarer Gegner am Samstag. Aber es muss für uns komplett egal sein. Leipzig war auch kein dankbarer Gegner sozusagen und das müssen wir genauso wieder angehen. Und das war PK, der Spieltagscheck. Eine Sache darf neben Kampf, Einsatz und Leidenschaft aber auch nicht fehlen. Ganzkörperkrampf. Also am Ende von mir aus, aber vorher braucht es schon noch was anderes. Tore. Die fehlen ja übrigens noch auf Grossos Konto. Wann dürfen wir damit rechnen? Herrliche Frage. Ich habe darauf gewartet, dass du mich fragst. ja, ich hoffe, keine Ahnung, ich hoffe Samstag. Nein, was ich immer sage, ist nicht so wichtig, ob ich ein Tor schieße oder nicht. Natürlich würde ich mich darüber freuen, aber ja, im Vordergrund sollte dann schon der Sieg für uns stehen. Ja, okay, ich bin ehrlich. Eigentlich ist es mir vollkommen egal, wer am Wochenende für Werder trifft. Klar, also in welcher Form auch immer, ob es am Ende ein Tor ist oder ob ich versuche, meine Zweikampfquote so hoch wie möglich zu haben, ist dann ja auch ein großer Beitrag, glaube ich, den ich am Ende schaffen kann. Ja, wie schon oft gesagt, ich versuche halt das zu machen oder ja, versuche so zu spielen, wie ich halt bin, um halt diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir gewinnen. Gerade so die Körperlichkeit da hinten auch eine wichtige Rolle spielt und weil ich dann auch
nicht mehr ganz so torgefährlich vorne bin, aber die Trainer oder Trainerin vielleicht nicht auf mich verzichten wollten, haben sie mich dann eher so auf die defensiven Positionen gestellt, wo ich dann halt mit meinem Körper und mit meiner Schnelligkeit arbeiten kann. Und Defensivarbeit macht mir generell Spaß. Ich würde sagen, jeder macht seinen Job und dann holen wir schon die wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, egal ob gegen Leverkusen oder in Duisburg. Das ist irgendwie die Situation, auf die wir uns das ganze Jahr schon gefreut haben, auf die wir uns irgendwie vorbereitet haben, dass wir irgendwann ja in der Situation sind, so wie es jetzt ist, dass wir über die Linie gehen können und dass wir es halt schaffen können. Und das ist die Arbeit, die wir jetzt eine ganze Saison reingesteckt haben und auf die man sich eigentlich von Anfang an auch schon gefreut hat, dass so ein Zeitpunkt kommen kann. Und deshalb brennen wir mega dafür, dass wir das am Wochenende einfach schaffen können und auch ja, selbstbewusst da rangehen können, weil wir uns in diese Situation selber gebracht haben und wirklich so viel auch investiert haben. Und deshalb wird es jetzt Zeit, dass es losgeht und dass wir das Spiel bestreiten können. Ja. Alle Infos zu beiden Spielen bekommt ihr wie gewohnt auf den offiziellen Werder-Kanälen, natürlich inklusive Stimmen und Highlights der Partien. Das Frauenspiel am Sonntag gibt es sogar wie gewohnt, wie in den letzten Wochen immer, kann man ja sagen, bei YouTube live zu sehen. Und eine halbe Stunde vor Anpfiff um 13.30 Uhr geht die Pre-Match-Show los bei den Werder-Frauen auf Facebook. Und ich kann euch versprechen, die wird königlich. Moin, moin. Also einschalten. Und nicht vergessen, auch für euch gilt, auch wenn ihr nicht spielt, das ganze Wochenende Einsatz zeigen und Daumen drücken. Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ist für mich gerade persönlich wirklich sehr, sehr egal, ob ich spiele oder nicht spiele, weil in dieser Situation geht es nicht darum, ob jetzt mein persönliches Schicksal daran hängt oder was auch immer, sondern es geht darum, dass der Verein in der Liga bleibt.